Glückwunsch zum dritten Sieg in Folge. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Das war ein schweres Spiel. In der ersten Halbzeit hat Wolfsburg sehr gut Fußball gespielt. Wir waren einmal unaufmerksam im Aufbau, haben das 1-0 eigentlich selbst verschuldet, sind dann sehr schwer ins Spiel gekommen, Gott sei Dank durch eine überragende Einzelleistung vom Manu Hasel, kurz vor der Halbzeit das 1-1 erzielt und haben dann, denke ich, in der zweiten Halbzeit richtig Gas gegeben, haben richtig gut Fußball gespielt, viele Balleroberungen in den hohen Zonen gehabt, sehr viele Torchancen herausgespielt und uns dann den Sieg auch verdient, aber wie gesagt, Offenburg war sehr schwer zu bespielen, weil sie einfach sehr ballsicher agiert haben. Und die Mannschaft musste sich wirklich in das Spiel reinbeißen und reinkämpfen. Und das haben wir getan und damit, denke ich, auch verdient gewonnen. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich eine sehr befreit aufspielende Spielberger Mannschaft gesehen. Ja, teilweise, also nach dem 3-1 können wir das Ergebnis vielleicht noch höher stellen, weil wir dann richtig gute Offensivaktionen hatten. Aber wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt war es eine schwierige Aufgabe. Dann hat die Mannschaft gezeigt, wie gut sie Fußball spielen kann, wenn man nicht immer mit dem Rucksack rumläuft. Du musst heute gewinnen. Und da haben sie ihre Potenziale ausgeschöpft. Und ich denke, wenn wir in dem Stil weitermachen, dann können wir uns aus dem unteren Tabellenbereich entfernen. Sie haben heute zwei Verletzungsausfälle gehabt, die Sie vielleicht zurückwerfen werden. Was meinen Sie? Ja gut, Verletzungen sind immer ärgerlich. Stefan Müller hat eine Rippenprellung, glaube ich, und der Alexander Zimmermann hat eine Muskelverletzung. Ich hoffe, dass sie eventuell am Dienstag wieder zur Verfügung stehen, wenn es nicht der Fall ist. Da der Metz Niermaier ja schon fehlt aus beruflichen Gründen, dann müssen wir einfach umbauen. Aber ich denke, wir sind im guten Fahrwasser im Moment, wenn wir jetzt nicht überheblich werden und so weiterarbeiten, dann haben wir auch eine gute Chance, in Neckar-Elz erfolgreich zu sein. Sie haben es angesprochen, Neckar-Elz heißt der nächste Gegner, Ihr Ex-Verein. Die meisten dürften einen Sieg erwarten. Wie sehen Sie es? Wie schwierig wird es, gegen Neckar-Elz erfolgreich zu sein? Na gut, die Mannschaft von Neckar-Elz hat sich nach dem Trainerwechsel weiterentwickelt und hat es jetzt ein paar Gegnern auch schon schwer gemacht. Natürlich gehen wir als Favorit dorthin. Und ich glaube, wenn wir auch selbstbewusst sind und nicht überheblich das richtige Maß finden nach unserer kleinen Serie, dann haben wir die gute Chance, dort auch 3 Punkte zu machen. Es war ja ein langjähriger Verein. 13, 14 Jahre waren Sie dort. Sicherlich wird das für Sie vom Emotionalen her ein besonderes Spiel sein. Ja, natürlich. Ich wohne ja auch nach wie vor in Neckar-Elz und bin natürlich dem Verein verbunden. Habe dort richtig schöne Tage erlebt mit Einzug in DFB-Pokal, mit etlichen Aufstiegen und am Samstag komme ich aber als Gästetrainer und wer meinen Ehrgeiz kennt, der weiß, dass ich da die 3 Punkte will und nach dem Spiel können wir dann wieder die Freundschaften pflegen. Herr Hogan, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke auch.